Willkommen zurück zu einer neuen Folge von OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Wir sind heute mal wieder in Hamburg unterwegs und das mit diesem schicken Bus hier. Einige von euch werden jetzt sicherlich sagen, wir sind heute mit der Zukunft unterwegs. Ob es allerdings wirklich die Zukunft ist, das werden wir dann vermutlich in den nächsten Jahren sehen. Ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein und bereiten hier vorne alles vor, um dann mit dem E-Citaro heute auf der Linie 6 von auf dem Sande in Richtung Borgweg durchstarten zu können. Und dazu müssen wir jetzt noch ready machen. So. Und hören natürlich jetzt keinen Motorsound. Wir müssen gleich noch ein bisschen Vorratsdruck aufbauen. Aber das Ganze fährt voll elektrisch. Ich bin sehr gespannt, wie das so ankommt. Und vor allen Dingen, was ihr dazu schreibt. Aber jetzt müssen wir uns erstmal anmelden. Mit der streng geheimen PIN. Und dann noch die Umlaufnummer eingeben und dann können wir jetzt gleich auch schon starten. Da haben wir schon unseren Fahrplan. Jetzt haben wir noch eine Minute Zeit. Und da würde ich sagen, können wir das Lüften hier beenden. Machen wir die Tür zu. Legen den Gang ein. Ja, und dann fahren wir da vorne zur Starthaltestelle. Und es ist wirklich irgendwie lustig, das Wummern des Motors, man hört es einfach nicht. Ich meine, es war ja schon so ein bisschen komisch. Ich glaube, wir sind mal hier diesen Volvo-Hybridbus gefahren. Und da gab es ja auch Passagen, wo es ein bisschen leiser wurde. Aber jetzt hat man wirklich nur noch dieses Elektrogeräusch. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich denke, im Laufe der Fahrt wird das schon passieren. So. Machen wir hier vorne mal auf. Und lassen den ersten hier rein. Moin. Ich habe mal gelernt, ich habe mich mal mit Basti unterhalten. Einige von euch werden ihn vielleicht kennen. Früher viel LS gespielt, äußer proper. Und der hat mir erklärt, Moin ist okay, das zu sagen. Wer Moin Moin sagt, das ist eine Labertasche. Werden wir heute mal drauf achten. Da muss man sich fern von halten. Hat er empfohlen. So. So sieht das Ganze hier von außen aus. Von innen haben wir es gerade auch schon so ein bisschen gesehen. Ich muss ja sagen, als das Modell hier das erste Mal vorgestellt wurde, es gab ja, glaube ich, so Skizzen zu sehen und so, da dachte ich, oi, das sieht richtig futuristisch aus. Das ist so 2030, so ist der Style da. Aber wenn ich mir das Modell jetzt so anschaue, von außen und von innen, dann finde ich das sehr human. Also man sieht sehr deutlich, dass das nach wie vor ein Citaro ist. Halt jetzt mit Batterien auf dem Dach und etwas veränderter Front. Ein bisschen moderner, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf das Heck guckt, also das finde ich, sieht nicht so anders aus als bei einem normalen Citaro der neueren Generation. So, jetzt konzentrieren wir uns aber hier auf die Fahrt. Was wollen Sie? Sie wollen eine Tageskarte. Da habe ich Ihnen jetzt Fahrschein fehlt irgendwie noch. Ja, ich habe Ihnen auch den falschen gegeben. Entschuldigung? Ganztageskarte. Sagen Sie es doch gleich. Kann hier jemand ahnen? Jo, vielen Dank. Ja, kein Problem, ne? Ich hätte gerne eine Großbereichskarte. Ja, erstmal moin. Guck mal, ob ich noch was da habe, ne? Großbereich. Wollen Sie mit einem Zehner zahlen? Ah ja. Das sind mir ja die Liebsten. So. Danke. Ja, bitte. Macht doch nichts, Mensch. So, geht's weiter. Das Add-on ist jetzt auch noch brandneu. Das heißt, das wird in wenigen Tagen erscheinen. Wenn ihr euch das Ganze kaufen wollt, schaut auch gern in die Videobeschreibung. Da werde ich euch das verlinken. Da bekommt das dann ab dem Release. Und ich glaube, es wird so knapp 10 Euro kosten, was für OMSI-Verhältnisse echt ganz gut ist oder okay ist. Es ist aber halt auch nur dieser eine Bus hier. Also es ist auch keine Gelenkversion oder so davon vorhanden. Aber die gibt es, glaube ich, auch in der Realität noch nicht. Also es ist sowieso. Also bei mir in der Region fährt überhaupt nicht so ein Teil. Aber in Hamburg sind wohl viele schon unterwegs. Und es ist ja sogar noch in Hamburg relativ modern. Also ich glaube 2019 wurden sie eingesetzt, ne? Aber ich finde das immer ganz interessant, so neue Technik. Und ich denke, es wird ein bisschen dauern, bis man sich so dran gewöhnt hat, dass es so total leise ist. Aber irgendwann wird man schon davon überzeugt sein.
So, wir fahren ja nicht die Linie 111, deswegen geht's für uns geradeaus am Bahnhof vorbei und dann in Richtung Borgweg. Und ich muss ja sagen, nach wie vor Hamburg Hafen City. Ich glaube, es ist mein persönliches Lieblings-Payware-Add-on. Ich meine, Bad Tügelsdorf war nicht schlecht. Viele andere, Aachen und sowas ist auch nicht so schlecht, aber Hamburg, auch dieser Flair, den die Stadt in der Realität vermittelt, das ist schon ganz gut getroffen worden. Das gefällt mir schon ganz gut. In der Realität wird, glaube ich, nicht dieser Bus hier, dieser Solo-Bus hier drauf eingesetzt, weil die Linie 6 ist so eine Linie, ich habe euch auch noch auf Facebook gefragt, da wurde mir das nochmal bestätigt, was ich auch schon dachte. Die Linie 6, das ist so eine Linie, die ist ja wirklich immer völlig ausgebucht, ne? Da gibt's keinen Sitzplatz mehr. Da fahren ja auch diese L-Varianten, diese noch längeren Gelenkbusse, an die ich mich, glaube ich, weder in OMSI noch in der Realität trauen würde. Guten Abend. Kommen Sie rein. Hallo! Ja. Der Gesamtkörperbereich. Also, da gibt es erstmal 10 Cash in the Tash und dann kriegen sie noch einen Gesamtbereich. Weil ich heute einen guten Tag habe. Ja, wo bleibt man? Ja, da bleibt's. Sie haben es eilig, ne? Ja, ja. Der Bus könnte ja wegfahren, ne? Gute Frau. Wo kommen wir denn da hin? So. Sie wollen Kurzstrecke. Wo ist der Fahrschein? Ja. Also, haben wir heute den Tag der Ungeduld hier, oder was? Frechheit. Solche Fahrgäste hat, der braucht keine Feinde mehr. Haben sie richtig gehört da hinten. So, fahren wir weiter. Aber es ist schon ein schönes Modell. Aber wenn man sich das nur so von innen anschaut, ist es nicht so anders. Und in der Realität würde der vermutlich auf anderen Linien eher eingesetzt werden. Aber ich finde die Linie einfach gut, deswegen dachte ich mir, zeige ich den jetzt mal hier im Abend. Ich glaube, ich bin schon lange nicht mehr am frühen Morgen oder am Abend in OMSI unterwegs gewesen. Ja, und da haben wir schon den ersten, ne? Kollege. Ah, Entschuldigung, mein Fehler. Ich habe nicht gesehen, dass man hier parken darf, ne? Das ist mein Fehler gewesen jetzt. Steht da einfach da. Was haben Sie zu meckern? Hallo. Aber sicher. Mache ich Ihnen doch einmal den Großbereich hier fertig. So, zack, zack, zack und... Danke. Bitte. Einmal Gesamtbereich. Jo. Gesamtbereich ist so was anderes als Großbereich. Ah, ja. Und wie komme ich jetzt nach Bargeheide? Was? Ich hatte es akustisch gerade nicht verstanden. Das ist jetzt aber zu wenig, ne? Achso, wollten Sie einfach nur ein bisschen schnacken. Da haben Sie. Ein bisschen forsch, die Frau. Bisschen forsch. So. Dann geht's weiter. Die Beschleunigung ist auch eine andere, ne? Wisst ihr, also ich bin mal sehr gespannt, was ihr zu diesem Bus schreibt in den Kommentaren. Sowohl eure Erfahrung aus der Realität, wie fährt sich's mit so einem Bus als Fahrgast, als auch das, was ihr jetzt so in OMSI gesehen habt. Also ich meine, das Mercedes-Benz-Logo fehlt zwar hier, aber ich denke, das wird es bald wieder als Modifikation geben. Das ist halt immer so eine Lizenzsache. Aber ansonsten ist das die gewohnte Qualität. Auf jeden Fall nicht schlecht. Und ich finde, für 10 Euro ist es auch echt in Ordnung. Man muss nur höllisch aufpassen. Die Batterie geht nämlich hier tatsächlich leer. Wo beziehungsweise wie man die dann auftankt, auflädt, das weiß ich nicht. Jo. Aber ich nehme an, es gibt dann hier so Ladestationen, wo man einfach tanken drücken kann. So, Kurzstrecke. Wie komme ich jetzt nach Bargeheide? Ach, Sie wollen auch nach Bargeheide? Was ist denn das? Das kann ich Ihnen jetzt wirklich beim besten Willen nicht sagen. Dankeschön. Bitte. Sind wir denn schon voll? Nee, da ist noch Platz. Ein bisschen lüften hier, ne? Na gut, fahren wir weiter. Ach, 3 Minuten haben wir schon auf dem Tacho. Leute, ich bin mir sicher, das wird eine gute Fahrt hier. Hab ich noch? Achso.
So. Dann räumen wir mal vor bis hier vorne. Sind ja wenig Städte, wo solche E-Citaros aktuell eingesetzt werden. Ne? Also es werden jetzt peu à peu mehr. Aber ich bin mal gespannt, ob sich das so auf lange Sicht durchsetzen wird. Also es kann gut sein, dass irgendwann nur noch elektrische Busse. Also was kommt bestimmt oft vor in Hamburg. Und jetzt auch noch die Polizei. Ha, ach du je. Will der Kollege dann nochmal fahren oder hat er jetzt, hat er Pause, glaube ich. Dann werde ich jetzt, glaube ich, mal machen. So. Einfach mal ganz elegant drumrum geschlängelt. So sieht's aus. Rathausmarkt Petrikirche. Müssen wir da vorne, glaube ich, rechts fahren. Hier links ist das Rathaus. Aber wir... hier auch immer Acht geben auf die Fahrradfahrer. Das ist ja auch so ein Feature aus Hamburg Hafen City. Doch, das Add-on ist schon wirklich gut. Der Bus gefällt mir soweit auch gut. Also ich finde, diese 10 Euro sind, wie gesagt, ein fairer Preis. Man bekommt jetzt nicht so wahnsinnig viel Bus. Da gab es schon Add-ons, da hat man mehr fürs Geld bekommen. Aber es ist eben mal wieder was Modernes, ist mal wieder was Neues. Und das finde ich nicht schlecht. Und es gibt sogar zum Release, glaube ich, noch ein paar Änderungen. Also das ist nicht ganz der finale Stand. Ich habe mich da extra nochmal erkundigt. Da wird es wohl nochmal so Kleinigkeiten als Änderung geben. Aber das werden wir dann in ein paar Tagen sehen. Ah, hier ist der HSV-Store. Also nicht, dass ich irgendwie HSV-Fan wäre. Muss ich jetzt direkt wieder alle enttäuschen, die vielleicht HSV-Fans sind. Aber da war ich mal. Nächste Haltestelle. Gerhard Hauptmann Platz. So sieht's aus. Bitteschön. Ich habe heute meinen freundlichen Tag hier. Gerade was so die Kollegen angeht. Mal gucken, dass ich hier noch rumkomme. Ah. Da muss ich, glaube ich, nochmal schnell rangieren. Ups. So. Naja, jedenfalls, was ich ausführen wollte, war, ich bin mir nicht sicher, ob das so die letzte Technologie sein wird. Also, es wird im Moment ja sehr viel an den Bussen geforscht. Und dieser E-Citaro ist jetzt auch eine der Stufen, sicherlich schon modern, sicherlich gerade für Städte sehr... Ich war mal in Mainz und da gab es irgendwie so eine Straße, wie es das in vielen Städten gibt. Da gab es eine Straße, wo die ganzen Busse durchgefahren sind und das war an einem ziemlich warmen Tag und ich fand es schon wirklich unangenehm. Also die ganzen Emissionen in der stickigen Luft gerade, also die war sowieso schon im Sommer stickig, dann auch noch der Lärm und so und ein Bus nach dem anderen ist da durchgefahren. Da hatte ich irgendwie so einen Moment, wo ich mir dachte, an der Stelle wären vielleicht so leise Busse, die keine Emissionen in die Stadt reinbringen, gar nicht so schlecht. Also es ist auf jeden Fall, ich kann es schon verstehen, dass die eingesetzt werden und finde es auch irgendwie sinnvoll. Ob das allerdings so die letzte Stufe ist der Entwicklung, das glaube ich nicht. Also ich glaube da, oder ich könnte mir vorstellen, dass da in den nächsten Jahren noch viel rumprobiert wird und dass man dann auch irgendwie andere Formen, Antriebsformen findet. Vielleicht auch Mischungen aus unterschiedlichen Formen, die dann am effizientesten sind. Aber ich finde gut, dass da viel geforscht wird und wer weiß, wohin sich das entwickelt. Ich bin aber auch sehr gespannt darauf, was ihr dazu so schreibt in den Kommentaren. Ob die Elektrizität bei euch oder für euch bei Bussen die Zukunft ist oder eher nicht. Mensch, hier haben wir Stop and Go. Mal kurz schauen, was da vorne los ist. Ach, ein Fahrradfahrer. Ein Fahrradfahrer hält hier alles auf. Hätte mich über diese eigensinnigen
Bewegungen hier gewundert. Aber gut, damit ist es natürlich klar. Ja. Meine Damen und Herren, wenn Sie schnell an Ihr Ziel wollen, dann nutzen Sie vielleicht lieber den Fußweg. Also, nur ein kleiner Input meinerseits. Hier links, wenn wir hier weiter links gefahren wären und etwas weiter über die Hafenlinie, die 111, glaube ich, ne? Da kommt man ja auch an dem Kiez vorbei. Reeperbahn und Co. Da muss ich ja sagen, ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt. Ich glaube, viele von euch werden diese Reportage gesehen haben. Was ist denn jetzt schon wieder? Diese Reportage über von Spiegel TV über den Pennymarkt. Das ist ja wirklich ein Feuerwerk. Vor allen Dingen ein Feuerwerk der Memes. Also, Herr Krull, der Kapitän zu See, der die Patente A, B, C und 6 hat. Eine Legende. Eine Legende. Frauen und seine Freunde sind ihm, glaube ich, heilig. Die ganze Kommis nie mehr zusammen. Oder Ferdinand Bähner. Alles war klasse. Also diese Reportage, wer sich so ein bisschen für Hamburg interessiert oder den Hamburger Flair, den Hamburger Lifestyle erleben möchte aus einer anderen Sicht, der sollte sich diese Reportage da auf jeden Fall von Spiegel TV mal reinziehen. Mensch, also wenn der Fahrradfahrer wüsste, was er uns allen schenken könnte, indem er einfach kurz mal absteigt und zur Seite, nee, die Frau ist eisern, die radelt durch, die hat sich heute nichts anderes vorgenommen als zu radeln. Ich radel durch, komme was wolle. Ampeln können mich nicht aufhalten, Busse können mich nicht aufhalten, ich radel durch. Da bekommt der, selbst vor dem Schnellbus hier, wird kein Halt gemacht. Ich radel durch. So, jetzt ist hier schon wieder eine Pilgerwanderung. Und eine Pilgerstätte errichtet worden mit meinem Bus. Oh, wir haben nur einen Kollegen hinter uns. Moin! Wenn Sie sich fragen, warum ich so spät bin, ich kann es Ihnen nicht erklären. Ich vermag es Ihnen nicht zu erklären. So. Unter dem Bad Hügelsdorf-Video haben viele von euch geschrieben, dass es ganz unterhaltsam fandet. Ich denke, ich werde auch nochmal eine Tour drehen. Auf der Karte. Weil es auch ganz witzig. Ach, jetzt. Jetzt hat sich besonnen. Jetzt ist mal abgestiegen. Das ist ja sehr aufmerksam. Ich denke, ich werde da nochmal eine Tour drauf drehen. Wenn ihr da allerdings gute Busvorschläge habt, weil ich glaube, busmäßig würde ich dann doch nochmal was anderes dazu nutzen, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ob das gut geht? Ah, es ging gut. Dürfen auch gerne Payware oder Freeware-Busse sein. Ich glaube, ich habe da ja fast alles. Aber bin ich sehr gespannt auf eure Vorschläge und werde mich dann auch danach richten und werde dann da eine etwas kürzere Linie nochmal fahren, denn da hat sich einiges getan. Also ich fand das Add-on gestalterisch ja wirklich hervorragend. So, jetzt, ja, klingel du noch. Du bist ja wirklich eine Granate hier, Cordula. Ja, also ich glaube, die hat auch einen Platten, ne? Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof Kirchenallee. Übergang zu allen U- und S-Bahnlinien. So, das ist meine Chance. Freedom. Jetzt fahren wir die ganze Verspätung raus. So Leute, da macht sich die E-Mobilität bezahlt. Vollgas. Ich glaube, wir müssen hier links. Da ist unsere Hauptbahnhof-Haltestelle. Boah, wie schnell der beschleunigt. Mein lieber Herr Gesangsverein. Der Rennfahrer. Hochbahn-Racing-Team ist unterwegs. Ja, also die Performance wurde jetzt auch nochmal verbessert mit einem Update oder soll verbessert worden sein. Ich habe es mir selbst noch nicht angeschaut, aber ich denke, ich werde nochmal eine Tour drehen und ja, werde mir dann da nochmal eine nette Linie aussuchen. So, jetzt warten wir. Das sind wir schon gewohnt von der Radfahrerin. Also, das ist eine Granate. Und da klingelt sie noch freundlich, wenn sie losfährt. Damit auch alle Bescheid wissen. Besser ist es. Bisschen komisch, hier fehlen die Pfeile auf der Ampel. Und dadurch ist man, kommt jetzt so ein bisschen darauf an, welche Spur man sich anschaut. Nach was man fährt.
Und nee, das sind ja sogar Pfeile, aber die sind nur so angedeutet. Von hier aus sieht man es besser als von hier. Also, nehme ich alles wieder zurück. Aber Hamburg ist schon ein gutes Add-on. Also, wenn ich werde ja oft mal gefragt, was ist eigentlich so das beste Add-on? Es ist natürlich technisch, ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil jeder auf was anderes steht. Die einen stehen eher auf Strecke und bevorzugen dann so Maps wie Ruhrgebiet oder ähnliche. Die anderen eher auf Gestaltung. Die wollen dann vielleicht Aachen fahren. Aber Hamburg ist schon ziemlich weit oben. Mit viel Liebe zum Detail gestaltet worden. So. Da bin ich. 5 Minuten 30. Erstmal ein herzliches Moin. Hallo. Hallo. Nabend. Nabend. Hallo. Guten Abend. Jo, Nahbereich sollen sie bekommen. Flupp, zupp. Und dann gibt's noch. Flupp. Danke. Bitte. Hallo. Eine Kurzstrecke, bitte. Boah, jetzt kommen sie hier auch noch an. Also so wird das natürlich nichts mit dem Verspätung rausfahren, ne? Wenn wir hier alle an einem Strang ziehen, dann kann das noch was werden. Danke. Bitte. Ich habe das Gefühl, das Zeitfenster... Was haben Sie für ein Gefühl mit der Zeit? Habe ich jetzt gar nicht so genau gehört. War vielleicht auch besser so. Wo bleibt mein Ticket? Ja, jetzt werden Sie mal nicht ungeduldig. Ich habe hier 6 Minuten Verspätung, da wird es jetzt so auf ein paar Sekunden nicht mehr ankommen. Das stimmt aber nicht, oder? Nee, das stimmt auch nicht. Ich bin ja nicht fertig. Jetzt bringen Sie mich mal nicht aus dem Konzept. Ja, das Wechselgeld stimmt auch nicht, oder? Entschuldigung, kannst du mal weitergehen mit dem hier? Also, das ist ja wirklich, da fehlen selbst mir jetzt hier die Worte. Danke. Eine Fahrkarte für den Großen. Ich glaube, es war ein frecher Seemann vom Kutter. Hamburger Schnauze hat er. Und wie komme ich jetzt nach Bargteheide? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Bargteheide. Nicht? Und wie komme ich jetzt nach Bargteheide? Nee, es ist nicht meine Linie. So, und dann. Danke. Bitte. Hallo. Hallo. Moin. Moin. Einmal aber sicher das. So, und Sie haben es. Ah, ich wollte Sie gerade schon loben, aber Sie haben es wenigstens so einigermaßen passend. So, will hier noch irgendjemand aussteigen? Nee, okay. Dann ab geht er, der Peter. Jetzt heißt es Verspätung rausfahren. Und zwar komplett anders rausfahren, du. Ja. Reifenwechsel und dann ab die Post in Richtung Borgweg. Das ist auch eine Linie, die ich, also allgemein, die Linie 6 ist eine der wenigen Hamburger Linien, wo ich sagen könnte, yo, da kenne ich relativ viel, die bin ich schon öfters mal gefahren. Ist halt auch echt so eine zentrale Linie. Also, wenn man auf direktem Wege in die Speicherstadt möchte, vom Hauptbahnhof aus, dann kommt man ja fast nicht um die 6 rum. Also, es gibt natürlich auch noch andere, aber... Da bin ich auf jeden Fall schon mal mitgefahren und jetzt hier in die Richtung auch. Warum, erkläre ich euch später. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen Gas geben, auf die Gefahr hin, dass ich geblitzt werde. Habe ich in der Realität erst schlechte Erfahrungen mitgemacht. Das fällt mir gerade ein, da muss ich auch noch bezahlen. Ein großes Malheur, ich ärgere mich noch immer. So. Moin Meister! Einmal reinmarschiert. Moin! Man kann das hier übrigens auch sperren, wenn man nicht möchte, dass die Ticketautomaten oder diese Kontrollgeräte hier funktionieren. Also ich glaube, das sind so Kontrollgeräte, wo man sein Ticket dranhält und dann wird es entweder akzeptiert oder kassiert. Je nachdem. So. Ja, es wird doch langsam. 5 Minuten 30 nur noch. Meine lieben Fahrgäste hier. Vom Feeling her habe ich ein verdammt gutes Gefühl, dass wir es heute noch schaffen. Ach so, Klima. Klima habe ich jetzt nicht aktiviert. Machen Sie ein Fenster auf, ne? Besser ist es. Aber so vom Feeling her, vom Fahrfeeling,
finde ich das schon echt ganz gut. Also macht Spaß, damit zu fahren. Und ich finde, also es ist, ich vermisse jetzt schon gar nicht mehr den Motorsound. Ich habe mich jetzt echt innerhalb dieser 20 Minuten hier dran gewöhnt. So schnell kann es gehen. So, Sie wollen alle hier rein. Ich wollte es gerade sagen, Sie kommen gar nicht mehr alle rein. Bitte. Okay. Ich habe nur die Hälfte verstanden, aber ich gebe Ihnen jetzt einfach nach Gefühl. Könnten Sie mir mal bitte ein Auto und ich möchte Bus, danke. Ich möchte Bus fahren, okay. Ich habe letztens Nachrichten bekommen, also einige von euch sind ja Busfahrer, das finde ich schon immer nett, wenn ihr mir so über eure Erfahrungen oder über eure Erlebnisse berichtet. Aber ich habe jetzt letztens auch eine Nachricht von einem Trieb oder ja, von einem Lokführer halt bekommen. Und der hat mir auch gesagt, sei kein Problem, wenn ich mal vorne mitfahre. Also, und der fährt witzigerweise auf der Strecke, die ich nutzen muss, wenn ich von meiner Wohnung aus nach Hause fahre. Das werde ich wohl mal machen. Das ist ein richtiges Erlebnis. Also ich meine, ich durfte ja schon mal Zug fahren. Das war auch ein Erlebnis. Ich durfte auch schon mal Bus fahren. War auch ein Erlebnis. Aber dann nochmal so im Regelbetrieb auf den großen Gleisnetzen mitzufahren, das ist bestimmt nochmal was anderes. Bin gespannt. Ich weiß aber auch nicht, ob es wirklich klappt. Ich weiß auch gar nicht, ob das so erlaubt ist. Also wenn es nicht erlaubt ist, dann kann man es natürlich nicht machen. Muss ich alles nochmal in Erfahrung bringen. Aber davor sehen wir erstmal hier den Verkehr. Ich habe auch überlegt, was gibt's eigentlich so für lustige Stories, ja? Ich habe ja früher in den OMSI-Folgen gern mal lustige Stories erzählt, die ich so in Bus oder Bahn erlebt habe. Und ich meine, da passiert ja auch eine ganze Menge. Ich muss euch nur ehrlich sagen, ich nutze im Moment selbst Bus und Bahn kaum, bis gar nicht. Weil ich habe halt, also nur sehr, sehr spartanisch, aber Uni, zu der bin ich ja sonst immer mit dem Bus gefahren. Die hat im Moment komplett geschlossen. Das ist vermutlich bei vielen Unis so, deswegen fällt da viel weg. Und vor allen Dingen sind die Verkehrsmittel ja auch sehr leer. Und die lustigsten Geschichten sind ja immer dann passiert, wenn Leute sich beschwert haben oder wenn Leute kuriose Geschichten vollbracht haben. Insofern kann ich da im Moment gar nicht so viel zu beitragen. Aber ich bin mir sicher, das wird wiederkommen in den nächsten OMSI-Folgen, wenn sich die Lage dann wieder normalisiert hat. So, gibt's einen Haltewunsch? Bestimmt, ne? Ja, klar gibt's einen Haltewunsch. Was frage ich? So, machen wir einmal hier den Lüftexpress. Alles mal auf. Da quetscht sich alles. Ach, für drei Leute habe ich jetzt hier alles geöffnet. Die sind auch noch alle in der Mitte ausgestiegen. Hab da mir einen Streich gespielt. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum nur die mittleren Türen als Außenschiebetür verbaut wurden. Also ich meine, eine Begründung dafür ist wohl, dass die Kapazität eine andere ist, wenn man so Außenschiebetüren verbaut. Gerade bei großen Menschenmassen ist das wohl ein bisschen angenehmer. Aber dann hätte ich es doch hinten auch verbaut, oder? Also vielleicht steckt da mehr hinter oder was anderes hinter. Ihr werdet mich sicherlich aufklären können. Ich bin gespannt. Ja. So sieht's aus. Boah. Also, auch wenn ich hier ziemlich Gas gebe, es bringt nicht so viel. Das erinnert mich an einen weisen Taxifahrer. Das war auf dem Weg zur Gamescom. Ich bin, ich habe ja in Witten gewohnt. Das kann ich ja, sonst habe ich diese Story immer so ein bisschen geheimnisvoll erzählt, aber das kann ich ja jetzt so erzählen. Ich habe in Witten gewohnt und während der Gamescom bin ich dann immer gependelt, hatte also in der Regel kein Hotel. Die Frau hätte ich da schon noch rüberlassen können eigentlich, ne? Gut, jetzt ist zu spät. Abend. Moin. Meiste. Reinspaziert. Oh, hinten sind da noch Leute.
ich bin immer gependelt und das ist ja auf der Gamescom so, dass man dann, oder zumindest bei mir so, bei vielen anderen auch, dass man dann so Termine hat ab, keine Ahnung, ich habe mir das immer so ab 10 Uhr gelegt oder sowas und dann bis 19 Uhr meistens so im Halbstundentag durch. Und Dienstag ist ja immer so der erste Tag, der Fachbesuchertag, wo ich auch war und da bin ich dann frohen Mutes früher aufgestanden, habe extra einen Zug früher genommen, war tipptopp 1A vorbereitet, wollte in den Zug einsteigen und dann nach Köln fahren und da habe ich die Rechnung aber leider ohne den Zug gemacht, weil der ist einfach im Niemandsland, ich glaube in Wetter, stehen geblieben und da ging dann auch nichts mehr, Lok war kaputt. Ja, noch ein paar Metern, also das ist, man merkte schon vorher, das war irgendwie so ein bisschen komisch, da rollte das Ding einfach nur und dann hat der Lokführer diesen rollenden Zug halt in Wetter zum Stehen gebracht. Und dann war so ein bisschen die Frage, was macht man jetzt? Da fuhr nichts mehr an Zügen, weil es ist auch nur zweigleisig. Die Strecke, Busse waren auch schwierig und dann haben wir uns halt irgendwann entschieden, ein Taxi zu nehmen. War auch keine schlechte Idee. Aber ich war noch nie so nervös während einer Taxifahrt. Weil ab Hagen gab es dann wieder einen anderen Zug, mit dem man nach Köln fahren konnte. Und der Taxifahrer, der ist richtig gemächlich gefahren. Also nicht so gemächlich im Sinne von in der 50er-Zone 50 fahren oder 48, sondern der ist eher so 45 gefahren. Hat immer, also sehr sanft, so ein Traumtaxifahrer eigentlich für alte Leute. So. Wir waren aber beide keine alten Leute, sondern wir wollten beide zur Gamescom fahren halt. Also es war irgendwie so eine Frau, die da, keine Ahnung, noch mitfahren wollte. Nahbereich bitte! Natürlich. Vielleicht können Sie das nächste Mal noch ein bisschen höher zeigen. Ja, wo bleibt meine Fahrkarte? Oh, wir machen ihn gerade fertig, ne? Oh, bitteschön. Hast du das? Ist das nicht? Nee, sie. Nee. Ist das nicht zu wenig? Doch, haben Sie recht. Ja. Ist doch klar. Dann mach ich ihn fertig. bisschen unangenehm. Ich hab's gerade echt nicht gecheckt, dass die. Komme ich jetzt nach Bad Heide? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Fragen Sie meine Kollegen. Danke. Oder die Fahrgäste können Ihnen vielleicht auch weiterhelfen. So. Wir hatten es also ziemlich eilig, haben uns da irgendwie das letzte Taxi genommen, was da irgendwie jetzt noch im Wetter vor dem Bahnhof von den zwei Taxis standen. Das war auch keine Ahnung, 8 oder 9 Uhr morgens dann halt, ne? Und der ist dann ziemlich gemütlich gefahren. Und ich muss sagen, das war, also fahrerisch war das ein Traum, aber der hat immer so erzählt. Also der war sich auch selbst bewusst, dass wir beide mehr als nervös waren. Wir haben auch beide nicht gesprochen oder sowas, sondern wir wollten einfach nur nach Hagen. Ja? Man hat den Termin und will einigermaßen pünktlich kommen. Der hat auch selbst von sich aus gemerkt, dass uns oder insbesondere mich seine Fahrweise, seine Beruhigte etwas nervös gemacht hat. Eigentlich sollte es ja den gegenteiligen Effekt haben. Hat er auch immer so ein bisschen ausgeführt und erzählt. Die Leute würden immer denken, wenn man schnell fährt, wenn man spät abbremst, früh anfährt, dann wäre man schneller. Aber an der Ampel muss man ja doch immer warten und so. Hat er immer so erzählt und ich dachte mir, was erzählt der da, der gute Mann? Ich will einfach nur nach Hagen, will den blöden Zug da bekommen. Und es wäre uns allen viel geholfen, wenn er jetzt ein bisschen Gas geben würde. Aber, und wir hatten, also wir wussten, wann der Zug fährt. Aber der Mann hatte recht. Trotz seiner entspannten Fahrweise und des sehr, sehr knappen Zeitbudgets, was wir da hatten, sind wir pünktlich ans Ziel gekommen. Genauso wie Google das vorausgesagt hatte. Muss ich sagen, 1-0 für den Taxifahrer. Ein erfahrener, weiser Mann. Mahlzeit! Hallo. 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 Will da noch jemand aussteigen? Nee. Dann fahren wir weiter. Immer dieses Gesurre hier. Ich bin auch noch nie mit einem Elektroauto, glaube ich, gefahren. Obwohl doch.
Wir sind mal mit so einem Uber, glaube ich, gefahren, mit so einem Toyota oder sowas. Der war... Es kann sein, dass das ein Hybridauto war. Ich glaube, das war nicht voll elektrisch. Aber das war der einzige Berührungspunkt. Ich finde auch... Also, ich finde das auch alles sehr, sehr teuer aktuell. Für mich nicht erschwinglich, nicht leistbar irgendwie. Aber es gibt ja auch eine große Community, die sich da so aufgebaut hat, die auf Elektro schwört, ne? Und wie gesagt, gerade um die Abgase so ein bisschen aus der Stadt rauszubekommen, ist das sicherlich eine gute Geschichte. Und für die, also wer die Map Hafen City gern fährt, für den ist das ein Muss, glaube ich. Dieser Bus oder auch die andere Linie. Ich habe erst überlegt, ob ich die 109 fahre. Das geht ja auch. Habe mich aber dann dagegen entschieden. Obwohl da ja auch so Halterungen für die Volvo-Busse sind. Was ist das denn? Okay. Gesamtbereich. Jetzt habe ich hier nur noch weißes Bild. Flup. So, da ist Omsi mal wieder so ein bisschen überlastet. Eine Fahrkarte für den Großbereich. Auch sie sollen es bekommen. Gibt's 10 zurück. Cash auf der Kralle. Ja. Ich hätte gerne den Kinderfahrschein, bitte. Ja. Dann haben wir das Kindermenü. So. Hatte Mama nur noch einen Zehner. Jetzt muss ich hier mühsam rausgeben, ne? Man hat sich ja keine Gedanken. Fast hätte zu viel gegeben. So, wir bleiben weiter hier auf der Straße und fahren geradeaus zur nächsten Haltestelle. Und das ist... Gleich mal schauen, was es ist. Wir werden es gleich hören. Dauert es noch so ein bisschen, bis die Texturen nachgeladen werden. Ist halt immer so ein Omsi-Problem, ne? Das nervt mich auch. Aber gut, man hat sich irgendwann damit arrangiert. Okay, das Problem war doch ein bisschen größer, als ich dachte. Deswegen muss ich mal kurz cutten. Konnte Gott sei Dank die Situation noch schnell speichern. Und bin jetzt hier weiter auf dem Weg, den wir gerade schon angefangen haben. Mittlerweile ist es auch fast dunkel geworden. Aber davon lassen wir uns natürlich nicht beeindrucken. Sondern fahren hier zielstrebig die nächste Haltestelle an. Ich glaube hier irgendwo... Also was ich vielleicht sagen kann ist, hier in der Nähe, ein paar Straßen weiter, wohnt mein sehr guter Freund Jonathan. Also wir sind... Moin. Ja. Danke. Bitte. Moin. Eine Fahrkarte für den Großbereich, bitte. Ja, wenn alle so freundlich wären wie Sie. Dann bräuchte... Also... Bitte. Ja gut. Hallo. Danke. Denken wir uns jetzt einfach mal dazu. Genau, also hier ein paar Straßen weiter wohnt mein sehr guter Freund Jonathan. Wir sind schon in den... Kindergarten zusammengegangen, sind dann auf die Schule gegangen und sehen uns sehr häufig. Und ich glaube, wir beide waren hier irgendwo mal was essen. In irgendeiner dieser Straßen. Ja. Ich glaube, da war ich zu Besuch bei ihm. Da war die Frage, ob man was kocht. Die Frage war schnell beantwortet. Naja. Ah ja, hier der Butni. Der Hamburger Butni. Ein Butni, ich glaube, irgendwo im, auf dem Kiez auch. Ach, der hat ja sogar Seitenlicht, ne? Das habe ich noch in der Beschreibung gesehen und dachte mir, das ist ja mal krass. Bei Tag sieht man das natürlich gar nicht. Das kriegen wir doch, das kriegen wir gut hin. So, Goldbeckplatz. Hier muss man aussteigen, wenn man zu ihm will. Merkt euch das. Also wenn ich mal wieder in Hamburg bin, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass ich auch hier einen Abstecher machen werde. Wir müssen uns das mal gerade anschauen.
Tatsächlich. Es ist ein bisschen verzögert, aber der hat tatsächlich so ein Licht zum Abbiegen. Ich finde das ja schon bei normalen Autos total fancy. Aber hier ist das natürlich noch ein bisschen ungewohnter. Aber es ist nicht schlecht. Ich hatte auch mal so einen Mietwagen mit dieser Funktion. Und tagsüber bringt einem das natürlich absolut gar nichts. Aber nachts finde ich das schon nicht schlecht, um so dunkle Ecken besser einzusehen. Also es gibt ja so Siedlungen, die sind so ein bisschen schlecht beleuchtet. Wir fahren weiter geradeaus, ne? Ja. Und da ist das schon wohltuend, wenn man da ein bisschen mehr Licht hat. Aber ist auf jeden Fall, das ist ein gutes Feature, finde ich. Also es sind vermutlich so Details. Ich weiß nicht, was sonst noch so alles... Der Sound hier. Was sonst noch so alles abgegradet wurde im Vergleich zu den normalen Citaros. Oder den Citaros, die man schon so kennt. Aber das ist auf jeden Fall eines der Dinge. So, die nächste Haltestelle ist jetzt... Ne, die übernächste Haltestelle ist dann auch der Borgplatz. Aber ich fand die Fahrt eher kurzweilig. Also, es macht auch immer wieder Spaß. Bin jetzt schon ziemlich lang nicht mehr hier durchgefahren. Und soweit ich das beurteilen würde, ist der Bus jetzt keine Überraschung. Im Sinne von, der hat irgendwas, bietet irgendwas, was man noch gar nicht kennt in OMSI. Das hat ja damals diese MAN-Stadtbusfamilie geboten. Das war schon wirklich krass, was man da so alles konfigurieren konnte und sowas. Das fand ich schon sehr cool. Und auch sonst die ganzen Optionen, die ganzen Versionen, die da mitgeliefert wurden, das ist hier in dem Umfang nicht enthalten, aber es ist auch ein bisschen günstiger. Gibt halt nur die Solo-Version. Und es ist mal wieder was Neues, also von mir aus würde ich sagen, kann man sich auf jeden Fall holen, spätestens im nächsten Sale dann. Sollte die OMSI-Sammlung auf jeden Fall aufwerten. So, Ladies and Gentlemen, die Fahrkartenkontrollgeräte sind jetzt auch gesperrt, denn wir sind an der Endhaltestelle angekommen. Und hier lasse ich sie jetzt gleich auch alle raus. Weiter geht es dann mit der U-Bahn, wahlweise oder mit anderen Verkehrsmitteln. Ich bin irgendwann mal an der U-Bahn-Haltestelle Alsterdorf ausgestiegen. Da hatte ich irgendwo einen Termin da. Und ich dachte mir wirklich, und das ist no joke, das ist vielleicht noch als letzte Geschichte. Ich dachte mir, das sieht ja aus wie im OMSI-Add-on. Eigentlich sollte es ja umgekehrt sein, dass man sich im OMSI-Add-on denkt, oh ja, es sieht aus wie die Realität, aber bei mir war es so. Mal so ein bisschen gucken. So, ich glaube, hier kann ich guten Gewissens stehen bleiben. Nicht so wie der Kollege, der sich da einfach irgendwo hinstellt. So, das war's. Herzlichen Dank für Ihre Mitfahrt. Empfehlen Sie sich weiter bei dem Bewertungsportal Ihres Vertrauens. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Bus haltet. Ich finde den schon gut. Würden wir, glaube ich, auch holen. Wenn ihr euch den holen wollt, nutzt gerne den Link in der Videobeschreibung und schaut auch gerne in den nächsten OMSI-Folgen wieder rein und schreibt mir gerne, mit welchem Bus ich auf der Map Bad Hügelsdorf unterwegs sein soll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.